Ich nehme jetzt mal den Netzstecker und tue den hier hinten wie vorgesehen rein. Dann gucken wir einfach mal, was passiert. Hammer Starting. Jetzt sehen wir das Display auch wenigstens. Das ist ja wirklich komplett verdeckt sozusagen. Im ausgeschalteten Zustand. Start now, yes oder no. Also den Setup Wizard können wir jetzt starten oder nicht. Und hier mit dem Rad, ihr seht, können wir ja nach links und rechts gehen, Dinge auswählen und dann yes. Und um yes zu wählen, drücke ich dann den Knopf durch. Zeitformat 24 Stunden. Auto-Update gibt es erstmal. Ja, wird vom Netzwerk noch nicht gehen, solange ich das noch nicht eingerichtet habe. Deshalb sage ich erstmal No-Update. Und jetzt geht es jetzt zur Zeiteinstellung. Okay, wir sehen vorne den Tag. Um, na, ungefähr 18 Uhr 15 bzw. 18, irgendwie sowas. Mache ich später nochmal genauer. So, jetzt soll ich hier die WLAN-Region auswählen. Da gucke ich mal eben, ob irgendwo noch Germany dabei steht. Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Deshalb wähle ich hier oben Most of Europe aus. Wie gesagt, hiermit könnt ihr auswählen, Dinge, ihr seht das da oben. Und um dann auszuwählen, um das zu bestätigen, drückt ihr den Knopf hier durch, diesen Select-Drehknopf. Jetzt geht es hier um die SSID, um das WLAN-Netzwerk. Beziehungsweise auch um ein kabelgebundenes Netzwerk. Ihr seht da Wired, die zweite Option. Hier könnt ihr ein kabelgebundenes Netzwerk auch einrichten. Hier könnt man nochmal scannen nach Netzwerken. Okay, da scheint nicht viel gefunden zu werden, obwohl es hier einige Netzwerke eigentlich geben sollte in meiner Umgebung. Deshalb versuche ich mal Manual Configuration. Da sehen wir jetzt kabellos oder mit Kabel. Ich gehe mal auf kabellos. Und hier gibt es jetzt einmal mit dynamischer IP-Adressvergabe und einmal ohne. Ich mache das erstmal mit, weil ich die feste IP-Adresse später vergebe. Und jetzt können wir hier die SSID eingeben, also den WLAN-Namen. Dazu fährt man hier mit dem Drehrad über die Buchstaben und Zahlen. Ihr seht das, gibt es alles Groß- und Kleinschreibung. Und ich hoffe auch noch ein paar mehr Sonderzeichen da unten. Ja, da kommen sie, ihr seht es. Sonderzeichen vorhanden, wenn ihr die in eurem WLAN-Key später eingebaut habt. So, ich gehe jetzt also mal hin und gebe meine WLAN-ID ein, meine SSID. Ihr wählt also den Buchstaben aus und drückt das Rad dann durch, um den Buchstaben zu bestätigen. Und wenn ihr fertig seid, nehme ich an, geht ihr ganz rechts, erstmal ganz zum Ende und dann nach ganz rechts, ganz genau, da gibt es einmal Backspace, OK und Cancel. Wenn ihr fertig seid, geht ihr dann auf OK und mit Backspace könnt ihr auch korrigieren, wie ihr seht, und die Zeichen wieder löschen. Ja, ich gebe jetzt mal eben meine WLAN-SSID ein und dann geht's hier weiter. Dann sehen wir hier die Verschlüsselungsmethoden, die Authentifizierungsmethoden. Einmal ganz oben ohne Verschlüsselung, dann mit Pre-Shared Key, WPA und WPA2. Da wähle ich WPA2 aus. Dann können wir noch den Verschlüsselungstyp auswählen, TKIP oder AES. So, und jetzt können wir den auf die gleiche Weise wie eben die SSID, können wir jetzt hier den WLAN-Key eingeben. Und ja, alle Sonderzeichen sind vorhanden, sagte ich gerade schon, deshalb sollte das relativ gut vonstatten gehen. Ist natürlich ein bisschen Gefummel, besonders wenn der Key lang ist, aber das werde ich jetzt mal eben tun und dann gucken wir, was das Radio weiterhin macht. Mit OK wird das Ganze bestätigt und jetzt wird das Netzwerk gesucht, beziehungsweise versucht, hier eine Verbindung herzustellen. 5 Minuten dauert das ungefähr, wenn man zügig ist, für 60 Zeichen Code. Aber muss ja nur einmalig gemacht werden, deshalb denke ich mal, ist das akzeptabel. Jetzt kann man nur noch hoffen, dass der Code auch richtig war, dass ich keine Schreibfehler drin hatte und dass ich hier in mein Netzwerk reinkomme. Ja, das sieht gut aus. Connected und Setup Wizard completed. Jetzt soll ich Select drücken. Ach so, ja, das ist dieser Knopf natürlich hier, Select, um das Ganze zu beenden. Und das ist jetzt das Main-Menü, das Hauptmenü. Das können wir natürlich, keine Angst, auch auf Deutsch umschalten. Das wurde schon auf der Packung gesagt. Dazu gucke ich mal eben hier durch. Ihr seht jetzt hier also im Hauptmenü Funktionen wie Internet, Radio, Music Player und so weiter. Ich gehe aber erstmal eben in die Settings, in die Einstellungen, auf Language und dann auf German. Damit wir hier das auch alles schön in Deutsch haben. So, nämlich genau so. Zurück geht man, nehme ich stark an, mit dem Return-Knopf. Genau so ist es. Da kommt man dann ins, jetzt auf Deutsch, sogenannte Hauptmenü. Das ist einleuchtend. Da sehen wir jetzt die Punkte Internet, Radio, Musikabspieler,
Auxiliary Input, also Hilfseingabegerät, das ist das hier, Line-In. Das kann man damit auswählen. Dann den Schlummer, die Schlummerzeit kann man hier einstellen und einen Wecker einrichten. Hier unten die Einstellung, wo ich gerade schon drin war. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal ganz spontan natürlich auf Internetradio, denn dafür ist das Ganze ja in erster Linie da. Hier sehen wir erstmal zuletzt gehört, das ist schon mal praktisch. Da kann natürlich jetzt noch nichts drin sein. Dann sehen wir hier Senderlisten, Systemeinstellungen und zurück zum Hauptmenü. Ich gehe mal zu den Senderlisten. Die werden jetzt geladen. Wir sehen einmal meine Favoriten oben. Können natürlich auch noch keine drin sein. Deutschland lokal. Sender, Podcasts und meine hinzugefügten. Unten gibt es noch Hilfe. Und ich gehe jetzt mal auf Sender. Da kann man das jetzt kategorisieren lassen nach Ländern, nach Musikrichtungen, nach... Man kann hier Sender suchen. Die populärsten Sender kann man sich anzeigen lassen. Neue Sender kann man sich anzeigen lassen. Ich gehe mal nach Genre, nach Musikrichtung und sucht zum Beispiel mal, hier gibt es jetzt eine ganze Menge Musikrichtungen. Ihr könnt das sehen von A bis Z. Ich gehe einfach mal auf Hausmusik, gibt es hier offensichtlich nicht. Vielleicht unter Elektronik. Es liegt jetzt auch vielleicht daran, dass die ganzen Musikrichtungen hier auf Deutsch übersetzt worden sind, wie ihr das unschwer erkennen könnt. Aber auch Elektronik gibt es hier nicht. Das finde ich jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig. Ich gehe mal auf Dance und jetzt sehen wir hier nochmal unten nach Ländern oder aus, alle Sender oben. Ich gehe mal auf alle und sehen dann hier verschiedene Trance- und Dance-Sender. Die Musikrichtungskategorisierungen vorne fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich wähle einfach mal einen Zufallssender aus. Und dann wird das Ganze sehr laut, in der Standardeinstellung offensichtlich. Aber ihr seht, hiermit könnt ihr jetzt die Lautstärke regeln. Das wird hier auch visuell nochmal angezeigt. Von 0 stumm bis, Achtung, bis 20 offensichtlich. Und das ist auch noch ziemlich laut, wie ihr gerade gehört habt. Hier unten sehen wir immer eine Anzeige, wenn sie gleich wiederkommt, hier für das aktuelle WLAN-Signal. Das finde ich ganz hilfreich. Das hat hier im Moment einen Balken von 4, wie ich das, glaube ich, erkennen kann. 4 Balken sind da verfügbar, vielleicht auch 5. Ich kann das hier schlecht erkennen. Oben rechts sehen wir die Uhrzeit dauerhaft und dass wir gerade im Internetradio-Modus sind auf 1000 FM. Eine Beschreibung haben wir jetzt nicht auf dem Sender. Deshalb gehe ich mal per Return zurück in die gerade angezeigte Senderliste. Ich gehe nochmal zurück. Mit Return, wie gesagt, kommt ihr zurück hier. Da gehe ich nochmal in die Musikrichtungsübersicht. Das fand ich also jetzt ein bisschen verwirrend. Ich gucke mal hier nach anderen Musikrichtungen. Okay, Jazz, Klassik ist einleuchtend. Viele Nachrichtengeschichten hier. Oldies, Pop, R&B, Reggae, Rock. Okay, da gibt es, glaube ich, doch die entsprechenden bekannten Musikrichtungen. Dass ich gerade Elektronik nicht gefunden habe, hat mich ein bisschen verdutzt, aber das scheint hier aufgeteilt zu sein, schon in Techno, Dance und so weiter, in den Hauptkategorien. Eine Kategorie für Wetter gibt es hier, Wirtschaftsnachrichten, Ambient, also alles, was man braucht, Blues, auch christlich. Ihr seht das da, ich brauche es nicht alles vorzulesen. Country, da gehe ich mal gerade rein, auch wenn es gar nicht mein Ding ist, aber ich will euch einfach nochmal gerade einen Sender zeigen, der vielleicht ein paar Tech-Informationen sendet. Das wäre ganz praktisch, damit wir hier mal auf dem Display sehen können, wie das Ganze aussieht. Ne, kann man auch bei diesem Sender offensichtlich jetzt nicht. Oben scrollt nur die Beschreibung durch. Das Display finde ich übrigens sehr schön, ist nicht so grob aufgelöst wie manch anderes. Und ja, gibt eine sehr gute Qualität her. Ist auch hier im Licht noch sehr gut lesbar, wie ich finde. Ich versuche nochmal einen beliebigen anderen Sender hier eben, um zu gucken, ob wir irgendwelche Tag-Informationen in Form von Lead-Titeln angezeigt bekommen. Das ist auch immer schön gemacht mit dem Statusbalken. Da sieht man, wann es losgeht. Und ja, hier wird gerade gesprochen. Eine Beschreibung ist wieder nicht angegeben. Das liegt dann natürlich immer am Sender, ob die entsprechende Tag-Informationen mitsenden. Und da gerade sowieso keine Musik läuft hier auf dem Sender, kann natürlich auch kein Musiktitel da oben angezeigt werden. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf zum Beispiel, ich gehe nochmal ganz raus in die
Na, ich gehe nochmal in die Senderliste. Da sehen wir jetzt hier lokal Deutschland. Das wollte ich euch nochmal eben zeigen. Da finden wir wahrscheinlich alle Sender. Okay, hier nochmal nach Musikrichtung dann aufgeteilt. Ich gehe mal auf alle Sender. Und da sollte man jetzt alle deutschsprachigen Sender, also auch solche, die normalerweise hauptsächlich über UKW und Kabelnetze ihr Programm vertreiben, die sollte man jetzt auch hier finden. Ich fange mal eben von hinten an, damit man hier schneller ans W kommt. Da möchte ich euch mal eben zeigen, dass es hier auch die Sender gibt, wie zum Beispiel WDR 5, 4, 3, 2, 1 Live und so weiter. Alles, was man braucht oder auch nicht braucht. Ich gehe mal hier gerade drauf auf WDR 2 Münsterland beispielsweise. Da ist alles eingespeichert, könnt ihr alles benutzen. Und ja, jetzt sieht man unten WDR 2 Regionalstream Münsterland. Vielleicht kommt nach ein paar Sekunden auch eine Tag-Information zum aktuell gespielten Titel. Der läuft, den habe ich noch nicht so laut gemacht, damit hier die Musik nicht noch in meinem Video erkannt wird. Das möchte ich hier nicht. Das ist hier kein Musikvideo, sondern ein Demonstrationsvideo dieses Radios. Ja, während man weiter sich durch die Menüs bewegt, läuft der aktuelle Sender natürlich weiter. Ihr hört das hier. Lautstärke kann man jederzeit mit diesem Regler hier oben regeln. Und mit dieser Taste kann man auch den Standby-Modus hervorrufen. Ihr seht das hier auf der Taste, steht das gerade kopfüber. Wenn ich die drücke, dann geht das Radio aus und geht zurück in den Uhrzeitanzeigemodus sozusagen. Und genauso auf die gleiche Weise kann ich das auch wieder aus dem Standby wecken, indem ich hier drücke und dann wird der zuletzt gewählte Sender aufgerufen, nämlich WDR 2 Münsterland von gerade. Hier gibt es noch die Tasten Menü, da komme ich sofort ins Hauptmenü. Nein, komme ich nicht. Gut, da kann ich auch die Tasten Back benutzen. Dann komme ich hier rüber ins Hauptmenü. Das scheint sich also gleich zu bleiben, ob man Return oder Menü nutzt hier. So, Internetradio habe ich euch jetzt grundlegend mal gezeigt. Es gibt dann hier noch einen Schlummertimer. Da könnt ihr einstellen, wie lange ihr das noch hören möchtet vor dem Schlafen. Geh nochmal drauf. Sehen wir aus. 15 Minuten, 30, 45, 60 und andere Optionen gibt es leider nicht. Das ist ein bisschen schade, dass man sich das nicht selbst auf die Minute genau konfigurieren kann. Aber okay, ich sag mal Schlummer aus, möchte ich jetzt nicht. Die Schlummerzeit, die kann ich auch ohne Umwege über das Menü zu gehen, kann ich die ganz einfach hier oben einstellen, indem ich hier auf Snooze drücke und dann drücke ich so oft, bis die entsprechende Zeit, die ich noch Radio hören möchte, eingestellt ist. Das ist also sehr einfach zugänglich, diese Funktion. Dann kann man sich hier aber auch noch einen Wecker, habe ich gerade gesehen, zurück zum Hauptmenü, runter zum Wecker und kann sich hier zwei verschiedene Weckzeiten einstellen. Zum Beispiel die erste kann man hier ein- und ausschalten, die Uhrzeit festlegen, auch einen Modus festlegen, was überhaupt passieren soll. Summer oder Internetradio. Achso, Summer, nicht Summer. Das ist dann nur ein Signalton. Dann kann man hier ein Programm auswählen für die Weckfunktion oder auch das zuletzt Gehörte ist hier gerade eingestellt. Die Lautstärke kann man einstellen des Programms und das Ganze dann hier speichern. Tue ich jetzt nicht. Nein, man bekommt hier immer ganz hilfreiche visuelle Informationen. Ihr seht das gerade, wenn was gespeichert wurde oder auch nicht gespeichert wurde. Ich gehe nochmal zurück zum Menü eben und gucken wir mal, was sich hier noch im Hauptmenü befindet. Ganz unten war unter Wecker noch Systemeinstellungen, da war ich vorhin schon drin für die Sprache. Da seht ihr hier ganz oben gibt es einen Equalizer. Den rufe ich mal kurz auf. Da gibt es verschiedene Voreinstellungen. Mittig, Jazz, normal natürlich oben ist gerade aktiv. Rock, Soundtrack und so weiter, wie man das auch von anderen Audioplayern kennt. Da kann man mal mit rumspielen, wenn man das ausprobieren möchte. Hier gibt es Internet-Einstellungen. Da nehme ich an, ganz genau kann man hier manuelle Einstellungen vornehmen. Wurde ja vorhin schon zum Teil angeboten. Für die Drahtlosverbindung kann ich jetzt hier auch feste IP-Adressen konfigurieren. Ihr seht das hier. Wenn man ein bisschen Ordnung in seinem Netzwerk gerne hält, das werde ich später auf jeden Fall tun. Dann gibt es hier noch Zeiteinstellungen, Zeitdatum, automatisches Update. Da kann man hier einstellen, dass er sich die Uhrzeit und Datum aus dem Internet holt, auf genaue Sekunde, das mache ich mal. Hier Zeitformat, halt die Dinge, die ich vorhin schon in der Einrichtung eingestellt habe. Sprache kann man einstellen, habe ich euch schon gezeigt. Diese Sprachen hier gibt es.
Ich fange mal von oben an. Englisch, Dänisch, Holländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch. Das war's. Sollte für den einen oder anderen was dabei sein auf jeden Fall. Hier können wir das Ganze jetzt zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Ein Software-Update durchführen, das konnte ich vorhin noch nicht, weil noch kein Netzwerk da war. Und hier können wir auch den Einrichtungsassistenten wieder aufrufen, der bei Erstinbetriebnahme normalerweise kommt. Hier gibt es nur eine Option Info, da sehen wir Software-Version und eine Radio-ID. Ich versuche mal eben ein Software-Update zu machen, Auto-Update. Da kann man jetzt periodisch auf neue Version prüfen lassen, da sage ich mal ja. Und suche auch jetzt mal eben nach einem Update. Datum der Software scheint okay, auch wenn die Fehlermeldung, glaube ich, ein bisschen unvollständig war, beziehungsweise die Bestätigungsmeldung. Zurück im Hauptmenü nochmal. Hier ist der Musikabspieler, wie gesagt. Da könnt ihr Musik von externen Geräten, wie zum Beispiel diesem USB-Anschluss, abspielen. Oder natürlich, nehme ich an, auch hier gemeinsame Medien, USB abspielen, ganz genau, gemeinsame Medien, wären dann Medien, die in eurem Netzwerk irgendwo liegen, nehme ich ganz stark an, auf entsprechenden Geräten. Ich gehe mal zurück, kein UPnP-Server gefunden, habt ihr gerade gesehen, das muss man natürlich erst alles auch einrichten. Ich gehe nochmal zurück zum Hauptmenü und zeige euch nochmal die Option Internetradio. Da versucht er jetzt erstmal wieder die Verbindung herzustellen. Und gehe nochmal auf Sender, da gucken wir mal nach Länder und da sehen wir jetzt hier erstmal die verschiedenen Kontinente, über die wir gehen können. Mache ich mal hier Nordamerika zum Beispiel, USA, jetzt habe ich Kanada ausgewählt, auch nicht schlimm. Zeigen wir uns mal alle Sender aus Kanada an. So, da mache ich mal spontan Cool FM an, kenne ich zwar nicht, aber ich möchte euch nur mal zeigen, dass hier wirklich eine sehr große Vielfalt drin ist. Ja, und manche Sender laden natürlich auch nicht, weil die Serveradressen vielleicht in dieser Liste schon inaktiv sind, nicht mehr ganz up-to-date sind. Das wird natürlich vom Betreiber immer up-to-date gehalten. Dazu zeige ich euch gleich noch was, wie man über dieses Online-Portal auch seine Senderlisten managen kann. Und so weiter. Da steht ja ein Online-Dienst hinter, der auch diese Senderlisten hier zur Verfügung stellt und die updatet für euch sozusagen, wenn die Sender mal ihre Serveradressen ändern sollten. So, der Sender wird geladen. Mit der kleinen Taste Info, die ist hier vorne links angebracht, da könnt ihr euch weitergehende Informationen zum aktuellen Sender anzeigen lassen. Ich drücke mal gerade, dann seht ihr die Musikrichtung, Elektronika jetzt in dem Fall. Ihr seht nochmal das Land des Programms, Internet Only in diesem Fall. Ein Druck weiter bringt uns zur Zuverlässigkeit, die ist hier ausgezeichnet bei diesem Sender. Dann sehen wir im nächsten Schritt die Bitrate, den Codec und die Abtastrate. Ich mache mal gerade ein bisschen leiser, damit man mich auch hört, hoffentlich. Dann drücke ich nochmal auf Info und wir sehen den Abspielpuffer. Das ist auch ganz hilfreich, wenn man Qualitätsprobleme feststellen möchte. Und mit einem Schritt weiter kommen wir zum heutigen Datum. Und ein Schritt weiter bringt uns wieder nach vorne zur Beschreibung. Da sehen wir jetzt eine Senderbeschreibung. Was ich noch nicht rausgefunden habe, wie man sich Liedtitel hier anzeigen lassen kann. Entweder ich habe jetzt bisher die falschen Sender ausgewählt, die keine Tag-Informationen in Form von Liedtiteln mitschicken. Oder das Hama-Radio hat damit Probleme, was ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen kann. Denn er zeigt ja auch alle anderen Informationen an, die der Sender hier so mitsendet, wie man da sieht. Zum Beispiel die Informationen, die Beschreibung jetzt in dem Fall. Aber ihr seht keinen Liedtitel. Ich gehe mal zurück, versuche nochmal einen anderen Sender zu finden. Da bin ich jetzt hier übrigens in der Techno-Kategorie, Musikrichtung Techno. Und da fällt vielleicht dem versierten Elektronik-Nutzer ein bisschen auf, dass hier Dinge drin sind, die überhaupt nichts mit Techno zu tun haben. Zum Beispiel hier Drum and Bass und auch Dubstep hier. Das ist ein bisschen schade, dass das alles in Techno geschmissen wurde. Da kann man davon ausgehen, dass andere Musikrichtungen vielleicht ähnlich wüst organisiert sind. Da hätte man vielleicht noch ein paar Unterkategorien machen können unter Elektronik, was ich ja eingangs auch gar nicht gefunden habe. Das scheint hier also alles unter Techno reingeflogen zu sein, auch Groove und Chill-Out-Sender und solche Geschichten. Und ja, da muss man mal gucken, hier Lounge-Sender und sowas, da muss man mal gucken, was man da drin alles findet. Also die Sortierung der Sender ist mir auf den ersten Blick ein bisschen suspekt,
Aber okay, da muss man, stellt man sich ja wahrscheinlich sowieso seine Favoriten zusammen und guckt dann nur noch in die rein, denke ich mal, hauptsächlich. Ich gehe jetzt mal auf irgendeinen Zufallssender, zum Beispiel auf Galaxy FM 95.3. Wer weiß der Geier, woher der kommt. Aber from the north of France, okay. Aber trotzdem sehen wir keinen Liedtitel. Ich drücke mal auf Mode hier. Musikabspieler. Okay, da können wir ganz schnell offensichtlich zwischen dem externen Eingang, nein, der ist hinten, dem externen Audioeingang, da bin ich jetzt drauf, Audio in, Internetradio, Musikabspieler für USB und Netzwerkmedien, wie gesagt, hatte ich vorhin schon, und den Auxiliary Input, das ist der hier hinten. Wenn man da was dran angeschlossen hat, dann kann man jetzt hier drüber hören. Da kann man schnell umschalten hier mit dieser Mode-Taste. Das finde ich sehr praktisch auch. Also wie gesagt, zwischen Internetradio, Musikabspieler und dem Hilfseingang hinten. Ich bleibe mal bei Internetradio und sehe aber weiterhin leider keinen Liedtitel. Das finde ich ein bisschen schade. Auch nicht beim Druck auf Info. Da sehen wir die gleichen Informationen wie gerade schon beim Digitally Imported Radiosender. Ja, schade finde ich das. Ich versuche natürlich noch rauszufinden, wie das geht und liefere euch das natürlich gegebenenfalls auch noch nach. Hier gibt es noch eine Taste Preset, da gibt es voreingestellte Radiosender. Ihr seht es da, 1, 2, 3, 4, 5, das geht hier bis 10. 10 voreingestellte Sender kann man speichern, da ist natürlich nichts eingestellt. Wenn ich da mal einfach auf einen nicht gestellten drücke, dann sagt er leer. Einstellen kann ich vielleicht wahrscheinlich, indem ich Preset gedrückt halte. Ich probiere das gerade mal. Preset gedrückt halten, da sagt er dann Voreinstellung speichern und ich speichere diesen Sender jetzt mal auf 1, dazu drücke ich OK hier einfach, sagt er gespeichert und zeigt jetzt auch an, unten an, dass Programm 1 aktiv ist und jetzt gehe ich nochmal eben zurück zu einem anderen Sender, nur um das mal eben hier zu demonstrieren, irgendein zufälliger deutscher Sender, 1000 Schlager, Vorsicht, und gehe jetzt mal auf Preset und da sehen wir jetzt oben Galaxy FM 95.3, den hatte ich gerade drin, den kann ich jetzt mit einem Druck auf Enter mir wiederholen. Der ist jetzt in meinen Favoriten bzw. in meiner Schnellzugriffsliste, die kann man dann auch später über die Fernbedienung sich ganz einfach holen, diese 10 Sender. Die Fernbedienung, die hatte ich eingangs beim Unboxing schon gezeigt, die sieht folgendermaßen aus, da sind naja, ungefähr 20 Tasten drauf, würde ich mal grob sagen. Hat hier unten noch einen kleinen Batterieschonungsschutz drin. Den werde ich jetzt gerade mal entfernen. Damit dürfte die aktiv sein. Als Stromversorgung kommt übrigens, wie üblich bei solchen kleinen Fernbedienungen, eine CR2025-Knopfzelle hier zum Einsatz. Ihr könnt das da, glaube ich, sehen. Wir sehen hier oben einen Powerknopf. Dann sehen wir hier die Tasten Alarm, Mode, Menü und Info. Wie die auch eigentlich am Radio vorne angebracht sind. Das sind ähnliche Tasten bzw. die gleichen Tasten, die auch hier am Radio angebracht sind. Die kann man auch über die Fernbedienung erreichen. Dann haben wir hier eine Taste P, über die man die gespeicherten Sender aufrufen kann. Ein Steuerkreuz mit Select und Eingabepunkt in der Mitte. Und hier unten noch die Multimedia-Steuerung, Vor-, Zurück-, Stopp-, Play-, Pause und so weiter. Das ist für die Netzwerkwiedergabe vor allen Dingen wichtig, diese vorletzte Reihe hier der drei Buttons. Und ganz unten haben wir die Stummschaltung und die Lautstärkeregelung, rechts mit Plus und Minus. Ich probiere vielleicht mal spontan hier die Stummschaltung aus. Ganz unten links der durchgestrichene Lautsprecher wird auch dann visualisiert dargestellt auf dem Display stumm und kann dann hier auch die Lautstärke natürlich ändern, Plus und Minus. Auch das wird visuell dargestellt auf dem Bildschirm, wie ich das auch vorhin schon gezeigt habe, wenn man es am Gerät selber macht. Dann gibt es natürlich hier oben die ganzen Funktionstasten, die auch am Gerät sind, sagte ich schon, zum Beispiel Menü. Damit komme ich hier ins Hauptmenü rein und dann kann ich mit dem Steuerkreuz hier und der Select-Taste kann ich dann einfach navigieren im Menü, wie ich euch das vorhin schon gezeigt habe, zum Beispiel zur Senderliste und kann dann auch per Fernbedienung mir andere Sender auswählen. Dann gibt es hier eine Taste Mode. Das ist auch gleich wie die Taste Mode am Gerät, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Damit lässt sich durch die einzelnen Audio-Modi sozusagen schalten. Das ist jetzt hier einmal der Musikabspieler, sprich also für Netzwerk- und USB-Wiedergabe. Drücke ich nochmal auf Mode, komme ich zum Auxiliary-In. Das ist der Hilfs-Audio-Eingang, der hinten per Klinken-Steckereingang verfügbar ist. Und drücke ich nochmal auf Mode, komme ich wieder zurück zum Internetradio-Modus. Und der zuletzt gespielte Sender startet wieder. Dann haben wir hier oben noch eine Taste Sleep mit einem schönen ZZZ-Schnarch-Symbol. Drücke ich mal drauf, Schlummer aus, drücke ich das nochmal. Kann man halt durchschalten, 15, 30, 45, 60 Minuten. Also wirklich die Funktionen
die ich auch vorhin schon am Radio selbst zeigte, auch die Taste Alarm. Damit lassen sich dann zwei verschiedene Alarmzeiten einstellen. Alles auch über die Fernbedienung verfügbar. Mit dem roten Knopf schaltet man das Ganze ganz aus, funktioniert natürlich auch wunderbar. Und dann wird standardmäßig im Standby das Datum, man sieht es da, und die Uhrzeit angezeigt. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen Beispielmusik auf einen kleinen Beispiel-USB-Stick geladen, der schon ein bisschen zerbrochen ist. Die muss ich gerade erstmal flicken, aber egal. Ich stecke das mal da rein, gucke, ob irgendwas passiert. Ist jetzt im Webradio-Modus, passiert natürlich nichts. Und um schnell jetzt auf den USB-Stick zu kommen, doch, jetzt hat er ihn erkannt. USB-Stick-Ordner öffnen, sage ich mal ja. Und da sehen wir, genau das wollte ich euch nämlich zeigen, dass er auch offensichtlich Ordner erkennen kann. Ich habe nämlich mal auf dem USB-Stick, der übrigens in FAT32 formatiert ist, das sollte der sein, NTFS wird nicht erkannt werden, nehme ich stark an von diesem Radio, da das Microsoft eigen ist. Ich habe Ordner erstellt auf diesem USB-Stick unter Windows, Yogi285 und Yogi Test. Und diese Ordner werden hier angezeigt, das ist sehr gut. So kann man seine Musik, die man mobil mit hat, ein bisschen kategorisieren. Unterstützen ja nicht alle Geräte Ordner. Und ja, das ist sehr schön, dass der das hier tut. Ich habe ein paar Beispiellieder in Yogi285 reingelegt. Da gucken wir mal, ja gut, das ist jetzt natürlich nicht so schön, dass es hier alte MS-DOS-artige 8.3 Dateinamen gibt mit dem Tildezeichen, dem sogenannten. Einige von euch kennen das vielleicht noch. Das ist, finde ich, jetzt ein bisschen doof, dass da auch keine Tags angezeigt werden, sondern nur die gekürzten Dateinamen, die eigentlich richtige Dateinamen waren. Ich öffne trotzdem mal irgendein Lied, ob er mir noch irgendwelche Tag-Informationen anzeigen kann. Nee, offensichtlich nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht von. Es kann aber auch durchaus sein, dass diese MP3-Dateien gerade gar keine Tags haben. Da bin ich sogar gerade ziemlich von überzeugt. Das muss man dem Radio dann zugutehalten. Allerdings könnte er trotzdem wenigstens den gesamten Dateinamen anzeigen. Das finde ich ein bisschen, ja, nicht zu sagen lächerlich, dass da der alte auf MS-DOS-Verhältnisse gekürzte Dateiname jetzt angezeigt wird. Aber gut, kann ich jetzt auch nichts machen. Ich gehe mal auf Return. Dann sehen wir jetzt hier die vier Lieder, die ich reingepackt habe. Das funktioniert offensichtlich, aber mit Einschränkungen. Wie gesagt, also Dateinamen werden nicht vollständig angezeigt. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber ich wollte euch nur zeigen, wie das hier funktioniert. USB-Stick wird automatisch erkannt. Alternativ kann man mit der Mode-Taste, kann ich jetzt zurückgehen zum Internetradio zum Beispiel, wenn ich keine Lust mehr habe auf den USB-Stick. Und dann wird wieder mein letzter Webradiosender gewählt und ich kann das hier entfernen. Ich habe jetzt mal einen Klinkenstecker in den Line-In-Eingang verfrachtet. Ihr könnt das da erkennen. Am anderen Ende dieses Kabels stecke ich mal eben beispielsweise mein kleines Tablet hier ein. Habe schon die Tune-In-App auf. Und dann gucken wir mal, was wir uns hier anhören. Irgendeinen deutschen Sender vielleicht. Musik vorzugsweise. Ich mache jetzt mal einfach irgendwas zufällig an. Hier ist er jetzt auch völlig egal. Und dazu muss ich dann natürlich auch im Radio wieder auf Mode gehen und dann jetzt auf den Auxiliary Input, genau den. Ja, man hört, das funktioniert ganz gut. Der Sound, der jetzt hier rauskommt, der wird von meinem Tablet generiert und wird per Klinkenstecker, der etwas verbogen ist, ausgegeben. Nochmal hier zum Beweis, wenn ich Stopp drücke, dann stoppt auch das Hama-Radio. Also das funktioniert auch, finde ich ganz gut, wenn man mal seinen MP3-Player eben anstecken möchte oder sein Smartphone oder was auch immer. Das funktioniert auch auf jeden Fall sehr gut. Eine Sache, die ich auch noch sehr nützlich finde, ist der Netzwerk-Player, wo man von Windows-Freigaben und UPnP-Servern seine Musik wiedergeben kann. Dazu gehe ich mal über Mode auf den Musikabspieler und finde dann oben den Punkt Gemeinsame Medien. Darunter USB abspielen, habe ich euch gerade gezeigt. Das wählt man an, wenn man einen USB-Stick dann angeschlossen hat. Hier kann man noch verschiedene andere Dinge einstellen, ob man die Lieder wiederholen möchte oder in Zufallsreihenfolge ausgeben möchte. Hier kommt man in die Einstellungen, aber ich gehe mal jetzt auf gemeinsame Medien. Und dann wird geladen. Und mehr passiert auch eigentlich gar nicht. Das ist sehr schade. Er sagt dann irgendwann, kein UPnP-Server gefunden. Das heißt, wenn man kein Universal Plug-and-Play-Server-Gerät irgendwo im Haus hat, dann scheint er hier auch gar nicht zugreifen zu können. Ich war eigentlich im Glauben, dass dieses Gerät auch
zum Beispiel auf Windows-Freigaben zugreifen kann, dass ich jetzt hier einen Rechnernamen, einen Freigabenamen eingeben kann und mich dann mit Benutzernamen und Passwort gegebenenfalls einloggen kann. Das scheint aber hier überhaupt nicht der Fall zu sein. Er sucht ja jetzt das Netzwerk ab nach UPnP-Geräten. Und ja, das ist ein bisschen schade, dass man nicht auf simple Windows-Freigaben hiermit offensichtlich zugreifen kann. Wenn ich rausfinde, wie das funktioniert, der Ladevorgang hier, der geht ewig, den kann man dann irgendwann abbrechen, dann sagt er, kein UPnP-Server gefunden und das war's. Ja, und mehr Auswahl gibt es hier nicht in dem Musikabspielmenü. Wenn ich das noch rausfinden sollte, wie das funktioniert oder ob das funktioniert, dann lasse ich euch das auf jeden Fall wissen. Bis jetzt sieht es nicht danach aus. Das hier ist das dazugehörige Webradio-Konfigurationsportal, wo man seine Favoriten und Senderlisten und so weiter managen kann. Das nennt sich Frontier Silicon. Hier zeige ich euch mal eben die URL. Ihr könnt die natürlich auch unter meinem Video finden, um die direkt anzuklicken. wifiradio-frontier.com. Da findet ihr diese Eingabemaske. Da kann man sich hier auch neu registrieren. Das muss ich erstmal eben tun. Und alles, was man dazu braucht, ist ein Zugangscode. Und den findet man in den Radioeinstellungen. Dann muss man das Übliche eingeben: E-Mail-Adresse, Passwort und noch sein Wi-Fi-Radio-Modell. Was erstmal wichtig ist, ist dieser Zugriffscode. Den findet man im Radio. Man geht dazu hier im Radio ins Menü Internetradio und wählt dann aus die Senderliste. Auch wenn das alles ein bisschen merkwürdig kategorisiert ist hier, geht dann ganz unten in die Hilfe. Ihr seht das. Und seht dann da oben Zugriffscode erhalten. Da gehe ich drauf. Jetzt wird das Gerät sozusagen registriert und da sehe ich jetzt einen Zugriffscode, den ich euch bestimmt jetzt unkenntlich gemacht habe, weil ich natürlich nicht möchte, dass ihr hier mein Radio konfiguriert. Ich habe die Eingabemaske jetzt mal ausgefüllt. Oben den Zugriffscode für das Radio, den Registrierungscode, dann die E-Mail-Adresse, Passwort und unten habe ich noch HAMA-IR100 als Modell eingetragen. Jetzt drücke ich mal auf Registrieren und gucke, was passiert. Ja, und jetzt bin ich hier offensichtlich eingeloggt worden. Hier sieht man meine Favoriten, meine hinzugefügten Stationen. Man kann das Ganze hier auch auf Deutsch stellen, sieht man da unten schon. Und in vielen anderen Sprachen ist das auch verfügbar. So, und jetzt sieht man hier eine ganze, ja, wieder die Musikrichtungsauswahl, hier den Musikrichtungskatalog, den es auch im Radio eingebaut gibt. Das Radio holt sich ja auch seine ganzen Senderlisten, wenn man es einschaltet, hier von diesem Frontier Silikon Dienst, Radioportal. Da ist natürlich dann auch, stellt sich die Frage, was ist, wenn dieser Dienst mal irgendwann vielleicht nicht mehr existiert, wenn der mal abgeschaltet wird. Das könnte man gegebenenfalls jetzt nur herausfinden, wenn man die Domain bzw. die IP-Adressen dieses Dienstes mal in seinem Router oder Netzwerkgerät blockt und dann mal schaut, wie das Radio sich dann verhält. Das werde ich gegebenenfalls noch nachliefern. Hier ist jetzt, sieht man jetzt erstmal die ganze Musikrichtung und hier kann ich natürlich auch nach Sendern suchen, wenn ich meine Lieblingssender hier direkt nicht finden kann. Im Verzeichnis selber sieht man hier die üblichen Filterkriterien nach Ort, Genre, Sprache, Sender und so weiter. Beliebtheit. Hier bin ich jetzt mal eben nach Ort, bin ich drauf gegangen. Gehen wir doch mal nach Deutschland und gucken mal eben, ob ich irgendeinen Sender in meine Favoriten hinzufügen kann. Zum Beispiel 1Live. Dazu klickt man dann hier auf das Herz mit dem Plus. Dann geht ein kleines Pop-up auf, das muss ich mal eben hier rüberziehen. So, jetzt kann ich hier noch eine Favoritengruppe auswählen, bevor das hinzugefügt wird. Die muss ich offensichtlich da eintippen. Da tippe ich gerade mal Test ein, um zu gucken, was passiert. Da sieht, wurde der Favoritengruppe Test hinzugefügt. Gucken wir jetzt unter Meine Favoriten. Da gibt es die Kategorie Test. Und den Sender 1Live logischerweise. Und unter meine gespeicherten Sender im Übrigen kann man Sender hinzufügen, die es in diesem Frontier Silikon Radioportal hier noch nicht gibt. Steht ja hier, wenn Sie eine Radiostation finden, die noch nicht in unserem Verzeichnis ist, dann klicken Sie hier und kann dann Sendernamen, URL und die ganzen Informationen zum Sender selbst eingeben. Und das wird dann auch sofort zu den Favoriten hinzugefügt, wie da oben steht. Ja, das finde ich hier eigentlich ganz praktisch. Ich gehe jetzt nochmal zum Radio eben. Ob mein Sender auch angekommen ist. Dazu gehe ich mal zurück in die Senderliste, glaube ich. Genau ganz oben meine Favoriten. Und wir sehen, die Kategorie Test ist tatsächlich angekommen, offensichtlich. Und auch der Sender 1Live. Den kann ich jetzt einschalten. Man kann alternativ zu dem Online-Portal, was ich euch gerade gezeigt habe, das Silicon Frontier Portal, kann man hier auch die Sender ganz schnell per Schnellzugriff sozusagen in die Favoriten schieben. Das geht ganz einfach, wenn man einfach
die Select-Taste im Moment gedrückt hält, dann sagt er Favorit hinzugefügt. Im Standby braucht das Hama Webradio 0 Watt bzw. unter 1 Watt. Das Strommessgerät hier kennt keine Nachkommastellen. Ich hoffe, ihr könnt das da sehen. 0 Watt wird angezeigt. Auf jeden Fall unter 1 Watt sollten das sein. Wenn ich das mal einschalte hier, dann sehen wir den Stromverbrauch auf 3 Watt ansteigen. Höher habe ich ihn noch nicht steigen sehen. Auch nicht, wenn Musik ausgegeben wird oder externe Geräte angeschlossen sind. Ja, WLAN ist jetzt auch aktiv. Also da sollte mehr als 3 Watt nicht zustande kommen. 10 Watt sind angegeben als Maximalstromaufnahme. Und ich finde das aber hier eine sehr, sehr sparsame Sache offensichtlich.